So, schönen guten Abend, liebe astrologische Sucher und Sucherinnen, Forscher und Forscherinnen, Konstellationsgefährten. Ein neues Update. Wir haben jetzt den 7.5.23 Uhr für die letzten 1, 2, 3 Tage. Ich habe hier, und zwar von gestern früh, ein Horoskop. Das ist eine Meldung bei NTV. Was anderes habe ich nicht gefunden an den Zeiten. Und zwar geht es um die Meldung, dass Deutschland jetzt diese Panzerhaubitzen in die Ukraine liefert. Modernes Kriegsgerät, was sie vorher immer nicht wollten und nicht abgelehnt haben und so weiter. Naja, was soll man sagen? Ich meine, dass da kein Verlass ist, ist die eine Sache. Zweitens, dass die mehr oder weniger Ausführende einer Kraft ist. Sind, die dahinter steht, sollte uns allen klar sein. Ja. Für mich war das insofern bezeichnend, weil das bei allem, was bis jetzt verleugnet wurde oder abgelehnt wurde, ja fast schon ein bisschen wie ein Kriegseintritt Deutschlands angesehen werden kann, wenn man direkt aus Deutschland hochwertige, schwere Waffen liefert, die auch noch, wo einfach auch noch Leute ausgebildet werden, gegebenenfalls in Deutschland. Ja, was haben wir für Konstellationen? Die Meldung selber ist wie gesagt von 7.55 Uhr bei TV erschienen. Ich weiß nicht, wann es entschieden wurde, vielleicht einen Tag vorher, 2 Tage vorher oder wann auch immer. Wir haben hier einen Krebs-Aszendenten. Im vierten Haus haben wir den Löwen und den Mond, der zum Krebs-Aszendenten gehört. Das ist ja quasi Teil der Mission. Der steht Ende des ersten Hauses, kurz vor dem zweiten Haus. Was ist die Mission? Die Mission ist die Vorbereitung auf das Betreten eines fremden Landes. Punkt. Selbst in so einer Meldung spiegelt sich die Thematik wieder. Ja. Und zwar natürlich aus der Betrachtung des unsichtbaren Skripts der Heldenreise, was hinter dem Tierkreis liegt, beginnend in meinem System im 10. Haus. Das erste Haus ist das Durchschreiten des Niemandslandes, ja, oder das Überwinden der ersten großen Grenze aus der Filmdramaturgie. Das Ganze ist gewissermaßen in dieser Betrachtung wie eine Geschichte, wie ein Film. Und das wird dadurch automatisch ein bisschen bildhafter. Aber was heißt ein bisschen? Ich kriege es ja immer wieder in den Seminaren gesagt oder als Feedback, dass das Bildhafte sehr wertvoll ist, um die zum Teil abstrakte Übersetzung der Astrologie viel, viel besser zu verstehen. Also die Mission dieses Augenblicks, wenn man so will, dieser Meldung, ja, hat einen Krebs-Aszendenten, das ist die Mission bei mir, der Aszendent, mit einem Mond 2 Grad ungefähr entfernt vom zweiten Haus. Das zweite Haus ist aus der Sicht der Heldenreisen-Astrologie das neue Land, was der Held betritt, um von dort aus dann in die Tiefe des fremden Landes vorzustoßen. Das wäre dann der Zwilling oder das dritte Haus. Und im vierten Haus, beziehungsweise im Krebs selber, findet er dann die Lösung, indem er mit den Kernschatten des bösen Drachen, also der durch den bösen Drachen verkörpert wird im Film, ringt und diesen überwindet. Dieser Mond hier steht auf 15 Grad Krebs. Das ist der Tiefpunkt des Kampfes mit dem Drachen. Ja? Das ist also ein Teil eines Hinabsteigens in einen Schattenbereich. Ja, der Krebs ist jetzt hier nicht bloß einfach so verkörpert als, ja, das ist eine Empfindungswelt, Gefühle und so weiter. Bei mir ist das alles immer konkreter im Sinne von Wegschritte, Wegetappen, Wegphasen, durch die man geht. Und beim Krebs geht es halt um das Hinabsteigen in die Drachenhöhle und den Kampf mit dem Drachen. Ja, und hier ist es quasi ganz klar, aus der Sicht zumindest von Deutschland, weil es ist auf Berlin gestellt hier, die Mission ist A. Und zwar Herrscher von 1 als Krebs mit dem Mond im Zentrum von Krebs, der Kampf mit dem Drachen. Das ist sozusagen nur die Station oder der Standort des Planeten im Tierkreiszeichen. Das ist A und B ist dann quasi der Standort des Planeten im Häuserbereich. Und da ist halt Ende des ersten Hauses der Weg durch die Brandung hin zu einem neuen Ufer in einem fremden Land. Passt alles. Okay, jetzt kann man auf den Mond noch raufgucken und kann jetzt mal diese Mission näher beschreiben. Und da sehen wir schon, ziemlich saubere Verbindung zu Mars. Ja, und der steht im 10. Haus.
Das heißt, 10. Haus ist ja die alte Welt, aus der Sicht der Heldenreisen-Astrologie. Diese alte Welt ist im Moment hochaggressiv. Der Mars im 10. Haus im Fisch, zwar noch etwas verdeckt, ja, man tarnt sich gewissermaßen, aber von diesem Mars im 10. Haus, der ein staatlicher Mars ist, der Mars einer höheren Ordnung, der Mars einer alten Welt, der gibt sozusagen die Energie nach vorne in den Mond, der Teil der Mission ist. Teil der Mission ist sozusagen staatlich, von staatlicher Seite ausgehend eine Aggression, ein Kampf mit dem Drachen und zugleich das Betreten eines neuen Ufers. Für mich ist das hier eine Form von Kriegseintritt, ja, in das ganze Geschehen. Ja, ich kann es leider nicht ändern, dass so eine Sachen hier passieren. Es ist ja lange und breit über Jahrzehnte oder Jahre schon bekannt gewesen, dass wir auf einen großen Wechsel zu steuern. Und natürlich ringt hier das Alte und das Neue, das Dunkle und das Helle miteinander. Ich persönlich nehme alle Sachen, die passieren in meinem Leben, versuche ich zumindest immer als Ruf des Abenteuers zu verstehen, als Wachstumsherausforderung. Ja? Das heißt, wenn es mir nicht gut geht oder wenn mir Dinge Angst machen oder Angst jetzt weniger, Sorgen bereiten oder ich irgendwie nicht gut drauf bin, versuche ich immer, mich irgendwie in irgendeiner Form in Bewegung zu bringen und nach einer Lösung zu suchen. Und ich kann es bloß nochmal betonen, aus meiner Sicht, gibt es ein Problem, liegt die Lösung immer in der Nähe. Und zwar zeitlich wie räumlich. Ja, ich habe es jetzt gerade wieder erlebt in den letzten Tagen, wo ich ein bestimmtes Thema hatte, mit dem ich mal wieder gerungen habe. Altes Thema. Und mir wurde immer mehr klar, nachdem ich so ein bisschen versucht habe, wegzurennen und zu flüchten von den Empfindungen, die das Thema mit sich bringt, dass es keinen Sinn hat. Und habe mich entschlossen, okay, ich muss jetzt auch eine Lösung finden oder wieder mal eine Lösung suchen. Aber ehe der Entschluss wirklich da war oder ehe wirklich begonnen werden konnte, irgendwie zu suchen, ist in der Tat wieder irgendeine Lösung aufgetaucht, zumindest die Möglichkeit, einen weiteren Schritt in Richtung einer Lösung zu machen. Ja? Also die Lösung für ein Problem liegt immer in der Nähe, zeitlich vor allem nicht. Das ist meine Lebenserfahrung. Und das, was wir hier draußen sehen, das hat natürlich eine Wirkung auf uns alle. Ja, das kann einem Angst machen und so weiter. Aber auch hier kann man nur sagen, die dunkle Front eines großen Gewitters mit schwarzen Wolken, die fast bis zum Boden gehen am Horizont, sieht von Ferne sehr, sehr, sehr schlimm und bedrohlich aus. Man kann Angst haben, aber je näher das Ganze kommt, desto mehr sieht man riesige Lücken in den Wolken oder die Wolken lösen sich kurz vorher auf oder man kann irgendwo unterschlüpfen oder man kann irgendwo durchlaufen und so weiter. Auch das ist meine Lebenserfahrung. Die meiste Angst, die wir haben, wird durch unsere Fantasie produziert. Ja. Für viele Menschen wird es vielleicht gar nicht wichtig sein, ob das jetzt hier noch eskaliert oder nicht. Die werden einfach da durchgehen oder werden in Sicherheit sein oder es wird ihnen nichts passieren oder was auch immer. Ja. Das muss man mal mit bedenken. Für die BRD jedenfalls, das Konstrukt BRD oder die Entität BRD oder manche sagen ja auch eine Firma BRD. Welche Firmenstruktur konnte ich bis jetzt in meinen Recherchen nicht ausfindig machen im Sinne von wir sind eine Firma-Bezeichnung. Natürlich Strukturen schon, ja, es hat alles Geschäftsordnungen, es sind nur noch Geschäftsvorgänge, der Kanzler ist geschäftsführend im Amt. Es wurde im Hintergrund einfach umgestellt. Ja. Die Verwaltung dieses Gebietes hier ist quasi durch eine Firmenstruktur. Ja, und diese BRD, ausgehend vom Horoskop der Teilsouveränität, die hat natürlich auch Transite. Und wenn wir uns diese Meldung mal angucken und die hier mal reinprojizieren in das Horoskop der BRD oder das Horoskop dieser Teilsouveränität, da sehen wir schon, dass der Mars der Meldung 15 Grad 57 im Fisch, quasi eine Verbindung hat zur Sonne. Das Selbstverständnis der BRD. Sonne ist ja das Selbstverständnis, die Bewusstheit über einen bestimmten archetypischen Bereich, einen archetypischen Bereich, der besonders zugänglich ist, weil viel Licht hinfällt und viel Energie hingeht. Das ist die Sonne. Die steht hier im Stier. Eigentlich geht es um Solidität und Sicherheit und Stabilität, dieses Selbstverständnis ist quasi durch den Kontakt mit dem Mars, also ich denke mal, die Entscheidung ist ein paar Tage früher gefallen, als der Mars exakt zur Sonne stand, dieses Selbstverständnis ist mehr und mehr ein kriegerisches im Moment.
Auch hier gilt wieder, dass wenn ein Planet an einer Konstellation, an einem anderen Planeten im Sinne einer Konstellation vorbeigeht, dass nicht einfach die Dinge, wenn der Planet vorbei ist, wieder gut sind, sondern eine Begegnung zwischen zwei Akteuren im Horoskop zeigt immer an, dass mit den beiden etwas passiert und dass beide danach anders weitergehen. Am stärksten ist es bei der Konjunktion. Aber im Grunde ist jeder Aspekt, jedenfalls in meiner Beobachtung, den zwei Planeten miteinander haben, immer als Effekt, als Besuch von zwei Akteuren, als Treffen von zwei Akteuren mit den entsprechenden Botschaften und Inhalten zu sehen. Und die beiden Akteure werden nach der Begegnung quasi wieder ein Stück anders sein, die werden verändert sein. Ja? Gut, das wollte ich bloß mal darauf hinweisen, dass die ganzen Sachen sich weiterentwickeln werden, gar keine Frage. Und zweitens ist wirklich wichtig, denkt immer daran, wenn ihr bestimmte Konstellationen im eigenen Horoskop nicht habt, da kann sonst was um einen herum passieren. Da können Zahnbürsten vorbeifliegen oder Granaten oder was auch immer. Es wird einen nicht treffen. Und die meiste Angst, nochmal, ich wiederhole das, in meiner Erfahrung jeweils, die meiste Angst, die wir haben, die meisten Sorgen, die wir uns machen, das Schlimmste, was wir erwarten, findet meistens in unserer Fantasie statt. Ja. Und das ist immer wieder bezeichnend. Und wenn wir uns dann darum bemühen, Kontakt zu bekommen zum Ursprung, zur Mutter Erde, zu unserem eigenen Wesenskern, verschwinden viele der aufgesetzten oder in uns hineinprojizierten Fantasien ganz schnell. Man wird ganz ruhig. Diese Erfahrung habe ich auch mal wieder machen dürfen. Ja, also Leute, bleibt optimistisch und nehmt die Situation als Herausforderung, als Ruf des Abenteuers, sich auf den Weg zu sich selber zu machen, auf den Weg zur eigenen Anbindung an die Kraft, die positive Kraft, die in uns allen wohnt, die positive Kraft des Ganzen. Das ist ein Ruf des Abenteuers, in dieser Richtung sich auf den Weg zu machen und nicht immer mehr. Wir können sowieso nicht vor uns weglaufen, auch nicht vor der äußeren Entwicklung, auch nicht vor dem großen Umbruch, durch den wir gerade gehen. Also nicht nach außen zu gehen, sondern nach innen zu gehen, ja, und die Anwendung zu vollziehen. Also ich habe das jedenfalls in meinem Leben so erfahren, man fühlt sich mit irgendwas nicht wohl, man rennt weg, man sucht irgendwo außen. Und dann findet man doch irgendwie den Dreh und plötzlich wird alles ganz ruhig. Und da, wo man sitzt, da, wo man ist, ist die Welt komplett in Ordnung in dem Augenblick. Okay, ich wollte es jetzt nicht zu differenzierter besprechen. Es wird dann immer breiter und länger. Man könnte länger darüber sprechen. Ich mache ja am nächsten Dienstag, genau am Dienstag, dem 10., wieder ein Seminar. Stundenastrologie Nummer 7. Wir werden wieder, oder ich wieder, werde wieder neue Sachen bringen, neue Horoskope. Wir werden wieder vertieft forschen. Ich werde wieder ein paar Geheimnisse quasi lüften oder preisgeben, neue Erkenntnisse. Also in jedem Fall neue Horoskope zur Stundenastrologie, aber natürlich auch, wenn bis dahin noch dies und das draußen passiert, dass man sagt, man muss nochmal dies und jenes Horoskop angucken. Oder wenn die Teilnehmer mir ein oder zwei, höchstens drei Fragen vielleicht schicken, die man am Abend mit angucken kann. Die werden dann präsentiert und dann besprechen wir die da oder ich bespreche die da. Stundenastrologische Fragen in der Regel. Dann wird es auch mitgebracht werden. Also Dienstag, neue Geheimnisse der Stundenastrologie. Diesmal Seminar 7 insgesamt dazu. Kann allerdings jeder einsteigen, weil wir einfach immer alles von Grund auf so erklären, dass jeder Quereinsteiger auch gut klarkommt damit. Ja. Okay, was gibt es noch zu berichten? Ja, in Kürze folgt jetzt endlich, lange hat es gebraucht, mein letztes Statement zu den Kommentaren, zu den teilweise erstaunlichen Kommentaren unter meinen Videos, die meistens sehr negativ gegen mich gerichtet sind. Ich habe auch die Polizei eingeschaltet jetzt, ja. Ich hätte es nie gedacht, aber ich habe es jetzt getan, die deutsche Polizei, dass ich meine juristische Person nochmal mit einer deutschen Behörde in Kontakt bringe, hätte ich nicht gedacht, aber mit dem Mann, mit dem ich telefoniert habe, der war sehr angenehm und sehr nett und sehr, ja, gut zuhörend und verständnisvoll. Ich habe ihm alles geschildert. Ja, dazu wird es ein ausführliches Statement geben und danach werden dann die Kommentare in diesem Revier nicht mehr erscheinen. Es wird hier auch niemand mehr beleidigt von den Leuten, die wagen, irgendwas Positives über meine Arbeit zu sagen. Ja, das heißt, das endet dann.
Und dieses Video kommt in Kürze. Hat allerdings sehr, sehr wenig astrologische Inhalte. Ja, okay. Gut, vielleicht sehen wir uns bald. Ich bedanke mich. Habt noch ein schönes Wochenende. Bis bald im Wald. Tschüss.